So, schön, dass ihr wieder da seid. Manche von euch schalten vielleicht neu ein. Herzlich willkommen bei dem Kulturlaunch-Teil hier bei der T4AT. Ich bin der Clemens. Ich bin heute der Interviewer von dem Daniel. Den sehen wir gleich. Was euch bei der Kulturlaunch hier erwartet, ist im Vergleich zu den anderen Tracks eher so ein lockeres, ein sehr fluffiges Format. Also ihr müsst euch das so vorstellen, als wir das letztes Jahr gemacht haben, war es tatsächlich so, da saß ich mit noch irgendeinem anderen Interviewpartner, saßen wir wirklich auf dem Flur auf zwei Stühlen, haben uns unterhalten und die Leute konnten sich drum rumsetzen, Fragen dazu stellen, einfach ein bisschen mithören. Es war so ein schönes, intimes Format, wo man einfach mal schnackt und auch mal ein bisschen weg von diesem klassischen Vortrag auch mal tatsächlich kommt. Das machen wir jetzt so ein bisschen, versuchen wir so gut wie es geht, remote nachzustellen. Das heißt, ihr könnt im Chat hier Fragen reinwerfen. Schreibt ruhig einfach alle mal so ein schönes Hi in den Chat. Dann sehen nämlich die anderen auch, wer so alles hier ist. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat reinhauen. Ich pick die dann im Laufe des Gesprächs immer wieder so ein bisschen auf und werfe das dann an den Daniel. Und dann gucken wir mal, was heute so passiert. Cool. Dann würde ich sagen, Daniel, legen wir mal los. Daniel, du bist Agility Master bei der DB Systel. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was das ist und es klingt auch super, super fancy. Was machst du denn da? Ja, hallo. Was mache ich da? Ich bin verantwortlich für Zusammenarbeit und Personalentwicklungsthemen in einem, bei uns jetzt in einer Einheit, so heißt das bei uns. Wir kümmern uns um Mobile-Entwicklung. Und genau, ich meine, glaube, dass das Entscheidende ist, dass die DB Systel so einen Gesamttransformationsprozess für 5000 Leute durchzieht und dort unter anderem dass die Führungsrollen verändert. Also von so einem typischen Abteilungsleiter oder Bereichsleiter oder Teamleiter, wie auch immer, der dann irgendwie alles so verantworten muss, gibt es jetzt so eine Verantwortungsteilung in einmal Business, Stakeholder, Kunden, so ein typischer Product Owner, was man so aus dem Scrum-Kontext kennt, heißt bei uns dann auch Product Owner, und dann den Agility Master, und der kümmert sich halt eher um den Teil, der vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist mit einem Scrum Master, aber auf Einheitenebene dann halt auch mit Personalverantwortung. Was heißt das so ein bisschen für dein Tagesgeschäft dann? Also hört sich mehr fancy an, als es am Ende vielleicht ist. Also wenn du das jetzt so ein bisschen so High-Level jetzt so beschrieben hast, was heißt das so ganz konkret für dich? Also was für Meetings hast du da so unterhalb der Woche? In was für Gesprächen bist du da mit drin? Wo wirst du da aktiv? Puh, also ich sag mal, am Ende ist es so, oder den Arbeitsmodus, den wir uns gegeben haben, gemeinsam in dem Team, das die Einheit dann verantwortet, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, wer das da so drinsteckt, ist wie man das halt aus dem Scrum-Kontext kennt. Das heißt, wir haben aktuell noch in diesem Jahr im 2-Wochen-Rhythmus gearbeitet. Wir werden im nächsten Jahr auf den Monatsrhythmus wechseln und uns dann ganz normal in Planungsmeetings gemeinsam überlegen, was steht an im nächsten Monat, was müssen wir machen, um operatives Geschäft umsetzen zu können. Also ich bin ja letztendlich auch Moderator vieler dieser Termine. Wir haben Retrospektiven, in denen wir unsere Zusammenarbeit reflektieren. Und dann kommt halt dieser Personalteil dazu. Und da ist es so, dass ich direkt verantwortlich bin für ich glaube, 16 Leute. Das heißt, wir werden, ich habe regelmäßige Abstimmungstermine mit den Kollegen. Es geht um persönliche Entwicklungsmaßnahmen, die die Kolleginnen und Kollegen sich wünschen. Es geht teilweise um Konfliktgespräche und Ähnliches. Also das ist also so ein bisschen die Mischung von so einem personalverantwortlichen Team, Abteilungs irgendwas Leiter und vielleicht einem Scrum Master, der halt guckt, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Einheit teamübergreifend auch irgendwie ganz gut funktioniert. Ja, cool. Also das ist wahrscheinlich aber auch nicht immer so ganz reibungslos. Ich fände es tatsächlich mal ganz spannend. Du hast jetzt gesagt, es hat auch so Transformationscharakter und so. Das heißt, diese Sachen, die da passieren, die fallen jetzt nicht unbedingt auf Leute, die das jetzt alles schon kennen und da super easy sofort mit drin sind, sondern wahrscheinlich gibt es da auch so ganz schöne, also Veränderungsprozesse, die da ablaufen. Wie ist denn das so? Ja, so ist es.
Also tatsächlich, also ich selbst komme ja eher aus dieser agilen Welt. Also ich mache agile Transformationsentwicklung, Organisationsentwicklung jetzt seit 12 Jahren mittlerweile. Ich bin seit 3 Jahren in der DB Systel und habe diesen Job jetzt seit einem Jahr, 1,5 Jahren. Das heißt, für mich ist das, was wir da tun, weniger die Veränderung, aber ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die dieses Arbeiten in der Form so noch nicht gewohnt sind. Und die DB Systel war früher bis vor, sagen wir mal, 4 Jahren oder so, relativ klassisch strukturiert. Und dann gab es halt Projekte und Projektleiter und so. Und das ist vielleicht auch eine der spannenden Herausforderungen aktuell, vor der wir stehen, ist mal so ein Beispiel, dass wir Entwicklungspläne und davon abhängige Tarifgruppen und Ähnliches sehr klassisch orientiert waren. Das heißt, wenn man halt ein Entwickler war und immer mehr Expertise aufgebaut hat in seinem Entwicklungsschwerpunkt, dann ist man halt aufgestiegen und hat halt Karriere gemacht in Form dieser verschiedenen Tarifgruppenerhöhung. Jetzt ist es so, dass wir versuchen, uns auch operativ viel agiler aufzustellen. Das heißt, da reden wir dann, das werden hier alle kennen, von cross-funktionalen Teams, von interdisziplinärer Zusammenarbeit und Ähnlichem. Das heißt, je höher die Tarifgruppen und die Bezahlung ist, umso höher ist auch die Erwartung oder die Anforderung an ein bestimmtes Arbeiten. Also, dass man vernetzt arbeiten kann, dass man Menschen begleiten kann bei ihrer eigenen Entwicklung und Ähnliches. Das sind neue Anforderungen, die wir jetzt auch bei uns in der Einheit stellen. Und das sind dann die tatsächlichen Transformationsprozesse, die viel Arbeit sind und auch eine gewisse Zeit brauchen. Also man kann zwar klar formulieren, das ist das, was wir jetzt tun, was die neue Erwartungshaltung ist. Das bedeutet aber ja nicht, dass alle diesen Erwartungshaltungen entsprechen. Und das bedeutet auch nicht, dass jetzt alle ihre Tarifgruppen abgeben müssten und wieder runtergestuft werden, sondern die bleiben da, wo sie sind. Aber jetzt muss man halt drüber nachdenken, wie können sich Menschen entwickeln, um diesen neuen Erwartungen halt zu entsprechen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also die Struktur bei uns ist so, dass mehrere Teams, die wertschöpfend für Kunden arbeiten und immer so, wie man das halt eben aus dem Scrum kennt, so Pi mal Daumen 9, 10 Leute sind, dass die alle immer einen Product Owner und einen Agility Master haben, die das, die Themen, die wir auf Einheitenebene, also mein Kollege und ich auf Einheitenebene machen, halt auf Teamebene machen. Das heißt, ich habe jetzt nicht die direkte Personalverantwortung für 65 Leute, sondern indirekt. Und dann geht's, weil die Frage war, was ist so meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist zum Beispiel innerhalb der Runde der personalverantwortlichen Agility Master ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wo wir hinwollen, gemeinsam überlegen, wie wir da in die Kommunikation gehen und Ähnliches. Genau. Ja. Cool. Wir haben auch schon die erste Frage, die da auch, glaube ich, ganz gut nämlich reinpasst. Der Matthias fragt, wie behandelst du für dich einen möglichen Konflikt zwischen lateraler Führung, also sowas, was dann quasi ein Scrum Master wäre, und eben disziplinarischer Führung in deiner Rolle? Weil das, also so wie du das gerade beschrieben hast, klingt es so ein bisschen, als müsstest du da irgendwie auch, ne, eben diese disziplinarische, aber auch diese Servant Leadership Rolle auch so ein bisschen manchmal austarieren. Gut, da müsste man jetzt meine Kolleginnen und Kollegen fragen, für die ich jetzt zukünftig personalverantwortlich bin. Bisher, ich habe das ja im Vorgespräch gesagt, ne, wir haben so einen Transformationsprozess und in dieser Rolle formell rechtlich bin ich quasi seit heute, aber seit einem Jahr mache ich das operativ. Das heißt, es gibt so ein Jahr, in dem man diese Arbeitsweise lernen kann, und zwar alle Beteiligten, in der aber die echte disziplinarische Verantwortung noch bei anderen Menschen hängt. Das war vielleicht für diesen Transformationsprozess ganz gut. Ich persönlich, also ich habe schon häufig Diskussionen auch darüber geführt, ob ein Scrum Master Teamleiter sein kann oder nicht, also Personalverantwortung haben kann oder nicht. Und die typische Antwort, it depends, ne? Das hängt ein bisschen davon ab. Naja, es hängt davon ab, wie der Scrum Master oder die Scrum Masterin die Rolle auslebt. Und es hängt auch ganz stark davon ab, welches Verständnis das Team mitbringt. Und ich habe jetzt die Hoffnung oder das Gefühl, dass wir ein ganz gutes Verhältnis haben zwischen den Kollegen, für die ich jetzt zukünftig personalverantwortlich bin, wir da sehr offen mit Rückmeldung, Feedback und Ähnlichem umgehen. Und das insofern nicht so ein Problem ist, zumal
ich mich eher als Raumöffner und Rahmengeber oder so sehe. Das heißt, zum Beispiel die Frage, ob wir jetzt im Zwei-Wochen-Takt arbeiten oder im Vier-Wochen-Takt, was ja so eine typische Frage der Zusammenarbeit ist, das ist eine Entscheidung, die im gesamten Team getroffen wurde, die habe nicht ich getroffen. Und ich versuche auch stark so zu arbeiten. Also es gibt sicherlich Situationen, also eine der Rollenbeschreibungen meiner Rolle ist, zeigt die Grenzen der Selbstorganisation auf. Das heißt, das kann schon passieren. Vielleicht kommt das jetzt auch irgendwann mal stärker auf mich zu. Aber im Moment habe ich dieses Problem noch nicht. Und da muss man sagen, vielleicht ein Satz noch, natürlich gab es auch im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren auch Konflikte, auch zwischen diesen Führungsverantwortlichkeiten und so. Das ist dann wieder der Vorteil, wenn man in so einem großen Laden arbeitet mit 5000 Leuten. Ja, das, da gibt es eigene Abteilungen oder eigene jetzt Teams und Einheiten, die professionelles Konfliktmanagement betreiben. Das heißt, wir haben uns dann dort zur Mediation, soweit ging es dann nicht, aber wir haben uns dort aus einem Team einen Moderator geholt, der dann geholfen hat, diesen Konflikt aufzulösen oder geholfen hätte. Wir haben es dann anders hinbekommen, aber das ist wieder der Vorteil, ne? Also man ist da nicht ganz auf sich allein gestellt. Aber das heißt, dass diese Leute, also ne, wenn du jetzt gesagt hast, diese professionelles Konfliktmoderation und so machen, das heißt, die müssen dann auch so ein bisschen zwischen den Kontexten dann hin und her schalten, weil, also ich hatte dich jetzt so verstanden, es gibt teilweise schon noch vielleicht Bereiche, die noch ein bisschen klassischer arbeiten und es gibt Bereiche, die so ein bisschen lockerer arbeiten, also oder hatte ich dich da vorher einfach falsch verstanden? Das gibt es vielleicht jetzt noch, weil wir halt mitten in diesem Transformationsprozess sind. Wobei, also mitten ist vielleicht auch falsch. Ich sag mal, ich würde mal so sagen, 3/4 haben wir hinter uns. Das heißt, mittlerweile sind 5000 Menschen oder 4500 oder so, also quasi, ja, genaue Zahlen weiß ich gerade nicht, aber sind im Rahmen dieses Transformationsprozesses mit dieser Veränderung beschäftigt. Und da gibt es Menschen, die neue Rollen einnehmen, andere, die behalten ihre Rollen, das ist so. Und Veränderung entsteht ja bei den Menschen selbst. Das heißt, es gibt mit Sicherheit Bereiche, die dort noch klassischer unterwegs sind und die dieses moderne oder andersartige Arbeiten, so wie wir das machen, oder so wie das auch zukünftig, glaube ich, gewünscht ist und auch sinnvoll ist, ne? Also um schneller und flexibler reagieren zu können, die dort, sagen wir mal, noch eine größere Lernkurve vor sich haben. Das gibt es. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Also das, ich glaube, am Ende ist dieser Transformationsprozess, was der uns bringt, ist, dass wir diese Rollenteilung haben und dass viele Menschen dazu aufgefordert sind, über manche Dinge nachzudenken, ob das, wie man es früher gemacht hat, jetzt noch weiterhin sinnvoll ist. Ansonsten ist es aber so, dass wir als technischer oder als IT-Dienstleister für die Bahn halt Dienstleister sind. Und am Ende geht es darum, dass unsere Mitarbeiter, aber halt auch unsere Kunden zufrieden sind. Und das ist dann aus meiner Sicht der eigentliche Knackpunkt. Also das eine ist sozusagen, wie organisieren wir uns intern? Das andere ist, wie sorgen wir dafür, dass wir wertschöpfend tätig sind und kundenzufrieden sind? Und das sind auch die zwei Baustellen, auf denen wir letztendlich unterwegs sind. Und dann ist das ist für unsere Kunden, ist ja, wie wir intern organisiert sind, völlig wurscht. So. Ja. Was ist so euer Status quo bei den zwei Baustellen? Also ne, du hast gesagt, ihr seid jetzt schon irgendwie 4/5 von dem Prozess quasi so durch, aber also wo seid ihr quasi so konkret? Geht es jetzt teilweise noch darum, in den einzelnen Teams vielleicht einfach noch ein bisschen zu optimieren, aber so die Basis ist im Grunde schon da oder wie darf man sich das konkreter vorstellen? Naja, das, was ich eben gesagt habe, bezog sich auf die Gesamtsystem, ne? Also auf die gesamte System. Bei uns in der Einheit mit den rund 100 Leuten ist es so, dass wir 9 Teams haben und jedes dieser Teams muss durch so einen Transformationsprozess durch. Und die sind unterschiedlich weit. Also wir haben welche, die sind wie wir jetzt als Gesamteinheit sind schon durch diesen Transformationsprozess durch. Wir haben auch ganz viele Teams, die in so einer, heißt dann bei uns Switch-Phase sind. Das ist eine Phase, in der man sozusagen so organisiert ist, wie man zukünftig arbeiten will, aber lernt, was das bedeutet, so zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe, die dann ab dem nächsten Jahr bei mir liegt, diesen Transformationsprozess, also diese Veränderung innerhalb der Teams, in der Form der Zusammenarbeit, teilweise auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden zu begleiten und dafür zu sorgen, dass das in die richtige Richtung geht. Genau. Ja. Wir haben ja gerade im Chat eine passende Frage, nämlich dazu.
Du sprichst viel von diesem Transformationsprozess und auch hast jetzt auch schon ein bisschen unterschiedliche Phasen da jetzt quasi beschrieben. Die Lea fragt, was sind denn eigentlich so diese verschiedenen Phasen? Ich nehme mal stark an, ihr habt euch ja da vorher irgendwie auch, oder da gibt es wahrscheinlich so eine Roadmap, was die verschiedenen Phasen sind, wie lange man dafür den Leuten Zeit gibt oder wie lange man so ungefähr dafür so andenkt und ein bisschen guckt. Ja, ist, glaube ich, ein großes Learning auf Gesamtorganisationsebene. Also es gibt diesen Transformationsprozess, da gibt es 3 Stufen. Es fängt an mit der Definition of Start. Das heißt, da hat sich ein Team neu zusammengefunden und hat gesagt, okay, wir könnten uns vorstellen, so als Team zukünftig wertschöpfend tätig zu sein. Und dann gibt es ein Gespräch mit einem sogenannten Senior Coach, der ein paar Sachen abfragt und guckt, könnte das passen? Das ist sozusagen die Stufe 1. Dann gibt es die nächste Phase, in der es darum geht, dieses Arbeiten in der Form zu lernen. Also diese neuen Rollen, den Product Owner zu finden und zu haben, den Agility Master zu finden und zu haben zu gucken, ob man tatsächlich wertschöpfend so tätig sein kann und ob das funktioniert. Und das ist so eine Phase, in der auch Teams sich wieder auflösen, weil sie feststellen, das Geschäft funktioniert nicht oder das Team funktioniert nicht. Das hatten wir bei uns in der Einheit auch. Und diese Phase, ne, das ist also nach Definition of Start, kommt dann irgendwann, wenn man sich da so ein bisschen gerüttelt und sortiert hat, gibt es die Definition of Ready. Und die Definition of Ready sagt, okay, ihr seid jetzt so weit gesettelt, dass ihr jetzt wirklich so arbeiten könnt, wie es zukünftig eigentlich sein sollte. Und das wirklich, also am Ende von dieser Phase sollte dann oder muss dann der Product Owner feststehen, der Agility Master feststehen und so weiter. Die Prozesse feststehen, so war das bei uns, das ist ein bisschen aufwendiger, Konzernregularien und so, die da reinspielen. Also muss man sich um eine ganze Reihe von Dingen kümmern, die fertig machen. Und dann gibt es die Definition of Done, das war der Termin, den wir heute hatten. Dort wird das im Grunde genommen nochmal final geprüft. Ist mit Controlling abgestimmt, dass die Einheit wirtschaftlich sein kann? Sind die Arbeitsprozesse so, wie man sich das zukünftig vorstellt, unter hoher Einbeziehung aller Mitarbeitenden? Der Betriebsrat sitzt damit drin und fragt, wie geht ihr damit um, wenn es einen längerfristigen Ausfall von Mitarbeitern gibt? Hattet ihr sowas schon? Und so weiter und so fort. Also da wird im Grunde genommen nochmal geguckt, da sind jetzt lauter Menschen, die sich anders organisieren als vorher, aber können die sicherstellen, dass das, was auch aus Arbeitgeber, aus Arbeitsrecht und aus Arbeitgeberaufgaben und so weiter, was da alles ansteht, ist es da in guten Händen. Und das ist dann sozusagen die letzte Stufe, die letzte Prüfung, was das Team angeht, ja, oder Dialog, Gespräch. Und wenn es da die Bestätigung gibt, dann ist man sozusagen, wird man formell versetzt von der aktuellen verteilten Abteilung, in der man ist, in eine neue Abteilung. So, und dann ist man eine eigene Abteilung, so würde ich es mal rein formell. Ja. Genau, und dieser Prozess, ich glaube, der läuft jetzt seit 4 Jahren. Und weil du gefragt hast mit der Zeit, es gab mal so die Annahme, ja, pro Phase oder so der Transformationsprozess, das könnte so in einem halben bis dreiviertel Jahr stattfinden. Mutig. Ja, genau. Und bei uns war das jetzt so, ich glaube, von dem Zeitpunkt der Anmeldung, also uns gibt es jetzt seit 2 Jahren. Und wir haben im Grunde genommen in Summe 2 Jahre gebraucht, um uns zu rütteln und da jetzt zu stehen, wo wir stehen. Das heißt, du bist dann auch quasi am Anfang, als dieser Transformationsprozess für deine Unit angefangen hat, bist du da auch dann dazugekommen? Oder an welcher Stufe dieses Prozesses bist du denn quasi eingestiegen? Nee, gegründet hat das der Product Owner vor 2 Jahren und hat einfach im Grunde genommen in der bestehenden Abteilung, die es damals gab, gesagt, was er vorhat. Und dann gab es halt ein paar Kollegen, die Projekte hatten, die gesagt haben, okay, da wollen wir mitmachen. Da gab es einen anderen Agility Master der Einheit, der das gemacht hat. Und ich bin seit Mai, also das war dann von Oktober bis Mai, war das jemand anderes, war es so, dass ich mich zur Wahl gestellt habe. Also die Agility Master bei uns werden gewählt, auch von den Teams. Ich gesagt habe, das könnte ich mir vorstellen und ich habe dann die Wahl gewonnen und seitdem bin ich das. Also ich begleite es jetzt seit Mai letzten Jahres. Spannend. Und das hast du auch so einen Blick, also ist dein Blick sehr stark auf deine Unit dann, ich sag mal, begrenzt? Also ich meine, der ist ja schon auch weit genug oder gibt es da auch quasi mit den anderen Units auch immer so einen Blick mal nach links und rechts, wie die das machen oder ist es bei euch, ja, ich belasse es erstmal bei der Frage.
Das ist ein Bestandteil auch eine der Fragen, wie sehr arbeitet man in einem Netzwerk? Also das, was die DB Sucel eigentlich will, ist im Grunde genommen eine große Netzwerkorganisation von vielen eigenverantwortlichen Teams und Einheiten. Und das ist schon so, also wir sind sehr gut vernetzt und pflegen das auch. Also unsere Haltung, und das ist vielleicht auch neu für viele dort, ist so dieses typische Sharing is Caring. Also wir entwickeln für uns zum Beispiel in der Einheit Methoden, Prozesse, Tools, Hilfsmittel, die uns helfen, unsere Arbeit gut zu machen. Also jetzt gerade in der Corona-Situation, das Lieblingsbeispiel ist, dass wir Templates entwickelt haben für Kreativworkshops, für Retrospektiven und Ähnliches. Dass bei uns, weil sowas dann alle 2 Wochen in neuen Teams stattfindet, ne, die Kolleginnen und Kollegen einfach so einen Template-Satz nehmen können, den dann noch eine halbe Stunde anpassen und dann loslegen können. Und diesen Template-Satz beispielsweise haben wir in der Gesamtorganisation zur Verfügung gestellt zum Download. Wir bieten da so Mini-Schulungen an, wie man das mit, bei uns ist das dann PowerPoint, wie man damit gut arbeiten kann. Und das zieht jetzt Kreise mittlerweile in den Gesamtkonzern der Bahn, also 300.000 Leute. Und das ist so unsere Denk- und Arbeitsweise. Also wir haben auch Aufträge oder Projekte, die an uns herangetragen wurden, auch schon an andere Teams und Einheiten übergeben, weil wir gesagt haben, das ist nicht unser Kerngebiet, da sind andere, die können das besser. Also das ist schon wichtig, aber ehrlicherweise glaube ich auch etwas, was uns ein Stück weit ausmacht, und so arbeiten noch nicht alle. Das ist halt einfach auch ein Lernprozess. Aber spannend. Also das bedeutet, dass, also ich versuche mir das gerade auch so ein bisschen bildhaft vorzustellen. Das heißt, es gibt da sehr viele Einheiten und die sind teilweise auch in noch sehr unterschiedlichen, also ne, du hast jetzt 4/5 ist schon durch, aber plus minus ein bisschen unterschiedlichen Formen von diesem Transformationsprozess. Und hat jede Einheit ein eigenes, also hat jede Einheit ein eigenes Produkt, oder wie ist bei euch so die Abtrennung zwischen dem, ja, also der Fokus dann quasi? Ja. Ja, also ob immer, also wir haben zum Beispiel eine Schwestereinheit, Infinity heißen die, die machen im Grunde genommen das Gleiche wie wir. Also bei uns ist der Schwerpunkt technisch, das ist auch nicht so üblich, aber der Schwerpunkt technisch mit Mobile-Entwicklung, die machen mit neuen Teams. Also rund 100 Leute, ich weiß gar nicht, wie groß Infinity ist, ich glaube 80 oder so. Die machen auch Mobile-App-Entwicklung, die haben aber einen anderen, inhaltlichen etwas anderen Schwerpunkt. Aber das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich habe irgendwann mal gehört, dass wir von einem Geschäftsführer bei uns, dass wir mit dem, was wir gerade stemmen können in der DB Sucel, also wir wachsen relativ schnell und stark, ungefähr 50% der IT-Bedarfe der Bahn insgesamt überhaupt nur decken können. Und das heißt, es ist erstmal auf dem Papier zumindest oder rein budgetär betrachtet und Themen betrachtet, ist da einfach genug Arbeit da. Und dann gibt es auch durchaus, kann es auch mehrere Einheiten, Teams und Einheiten geben, die das Gleiche machen und so. Genau. Also das ist, denke ich, aber es gibt, es ist halt sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt bei uns zum Beispiel auch eine Einheit, die kümmert sich um Personalsoftware. Also wir haben ja bei uns in der gesamten Bahn gibt es halt Software, die genutzt wird, um diese ganzen Personalfragen, Urlaubsanträge oder was auch immer da alles drin ist. Und das ist dann halt eine Einheit, die kümmert sich um diese Softwareprodukte, dass die stabil laufen, dass es Updates gibt und Ähnliches. Es gibt eine andere, die heißen Small Solutions, die machen halt Web-Anwendungen, die gebraucht werden. Und so. Also im Grunde genommen fand ich das schon spannend, als ich in der Bahn gestartet habe, weil die Bahn mit jetzt 300.000 Mitarbeitern im Grunde genommen eigentlich wie der freie Markt ist, mit so ein paar Einschränkungen. Ne? Also es ist ein bisschen größere Sicherheit als am freien Markt. Aber am Ende hat die Bahn jeden Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann, wird es in der Bahn geben. Und alle Themen, die man sich am freien Markt vorstellen kann, wird es auch innerhalb der Bahn geben. Also von der Website, in der dann die Kantinenessen und Trinken an den unterschiedlichen Standorten ausgespielt wird, bis hin zu tiefen SAP-Systemen, also alles, da gibt es alles. So, ja, Betrieb. Ja. Verrückt. Ja. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich für die meisten von unseren Zuhörern jetzt wahrscheinlich so am interessantesten, wieder so ein bisschen noch irgendwie die Transformation und da noch irgendwie ein paar Fragen nochmal da so reinzugehen. Mhm. Im Chat ging es jetzt nämlich gerade schon ein bisschen drum. Das, was du am Anfang so beschrieben hast, hat sich zumindest jetzt für ein paar von den Zuhörern eher so ein bisschen angefühlt,
als hätte man, ne, dieses neue System den Leuten auch teilweise ein bisschen vor die Nase geknallt und gesagt, hier, guck mal, wir helfen dir dabei, da reinzukommen, aber so ist es jetzt. Kannst du vielleicht da noch so ein bisschen sagen, wie vielleicht auch Mitgestaltungsmöglichkeiten der Leute dann tatsächlich da auch ausgesehen haben? Also die Gesamttransformation, also all das, was wir tun, ist eine Bewegung, die zwar initiiert wurde von der Geschäftsführung, aber letztendlich mehr oder weniger bottom-up entstanden ist. Ich bin ja so ein bisschen vorsichtig mit, also wenn eine Geschäftsführung was initiiert, wie viel ist dann noch bottom-up und so, ne? Also, aber grundsätzlich ist es so, dass alles mal damit anfing, dass es um das Thema, ja, vereinfacht, ich mache es jetzt mal sehr kurz, ja, vereinfacht darum ging, um eine stärkere Digitalisierung in der Bahn, ne? Das ist schon lange her, also 6 Jahre oder so, und es dann konzernweit eine Veranstaltung gab, zu der alle Führungskräfte aller Tochtergesellschaften oder Schwestergesellschaften eingeladen wurden. Und das war so eine Situation, dass damals die DB Systel gesagt hat, okay, jetzt schlägt unsere große Stunde. Ne? Wir wollen Digitalisierungspartner sein für die Bahn. Und jetzt endlich geht's hier richtig los. Ne? Bis dahin haben die halt vor allem Telekommunikation und Betrieb gemacht. So. Und da war ein bisschen starke Ernüchterung, weil auf dieser Veranstaltung ganz viel gesprochen wurde über IBM und weiß ich nicht was, wer alles, ne? Und letztendlich sind die Geschäftsführer dann, oder die Geschäftsführung ist rausgekommen aus dem Termin und hat gesagt, okay, also wir tauchen hier nicht auf für das Thema Digitalisierung. Und wenn wir jetzt nichts machen, dann sind wir irgendwann raus, dann gibt's uns nicht mehr. Und das war der Anstoß, ein groß angelegtes Veränderungsprogramm aufzusetzen. Und das haben sie ganz anders gemacht, als man das sonst üblicherweise macht. Die haben nämlich aufgerufen dazu, sich zu beteiligen. Es war eine Einladung. Haben wohl damals, ich war selber da noch nicht da, ich habe das erzählt bekommen, haben aber damals wohl gesagt, ja, okay, da werden sich 20, 30 Leute melden. Damals hatte die glaube ich, 2.500 Mitarbeiter oder so. Und dann wird man mal überlegen, was man da so machen kann. So, und am Ende gemeldet haben sich, glaube ich, 230 oder 250. Und es gab 10 Initiativen. Das eine war neues Führungsverständnis. Und so gab es halt verschiedene Dinge, in denen dann alle Mitarbeiter, die sich gemeldet haben und die Bock hatten mitzumachen, überlegen konnten, was müssen wir eigentlich ändern, damit wir marktfähig bleiben. Damit fing eigentlich das alles an. Und irgendwann war dann die Entscheidung, okay, wir wollen uns agiler aufstellen. Und dann gab es auch Unterstützung von Beratungshäusern und Ähnlichem, sich zu überlegen, wie könnte sowas aussehen. Und dann wurde ein Transformationsprozess aufgesetzt und so weiter. Und so kam das dann. Und es ist schon so, das ist ganz klar. Hat man sehr viel Freiraum gelassen, sich selbst sozusagen für diese Transformation zu interessieren, ich würde es mal so sagen, aber so dieser Hybridbetrieb aus klassischer Organisation und teilweise Teams, die jetzt anders arbeiten, das ist immer anstrengender geworden. Auch rein rechtlich und so gab es da, die Personalverantwortung liegt halt bei Führungskräften, die dürfen bestimmte Daten sehen, andere dürfen sie dann nicht sehen, weil sie nicht die formelle Führungskraft, also lauter so Zeug. Und dann gab es irgendwann die klare Ansage, bis wann sich alle zu der Transformation angemeldet haben müssen. Auch mit der Information natürlich, wenn es Leute nicht schaffen, dass man dann ins Gespräch geht und guckt, woran liegt und dann gemeinsam eine Lösung sucht. Aber es ist klar, dass diese neue Struktur, die sich die DB Systel gegeben hat, die ist bindend und da kommt man auch nicht raus. Also muss man einfach sich daran halten. Das ist halt die neue Struktur, wie die Systel arbeitet. Gut, macht ja aber auch total Sinn, ne? Also ich meine, das ist ja bei jeder Transformation immer diese Gratwanderung, die man ja machen muss, dass man sich auch bewusst sein muss, dass es immer eine Handvoll Leute gibt, die auch gute Gründe haben, vielleicht nicht so arbeiten zu wollen und für die es auch nicht gut funktioniert und die im Endeffekt damit auch unglücklich werden würden und die woanders dann auch besser aufgehoben sind am Ende des Tages. Letztendlich, aber ich meine, diese Angebote. Ja, was halt wirklich Glück war, als das mit der Transformation anfing, das war ja lange vor Corona, war es so, dass das ganz klar in der die DB Systel auf Wachstumskurse. Also ich bin jetzt seit jetzt bald 3 Jahren da und in den 3 Jahren ist die Firma von, ich glaube, 2,5 auf über 5.000 gewachsen. Oh, wow. Ja, und das heißt, auch da, ich weiß noch, ne, bei meinem Onboarding gab es eine große Veranstaltung, da haben, glaube ich, 130 Menschen neu angefangen mit mir
Und da war der Geschäftsführer für den Bereich Operations und er sagte, ja, und wir haben hier diesen Transformationsprozess, das muss jedem klar sein und wir nehmen jeden mit. Jeder, der mitkommen will, kommt hier mit. Wir finden für alles eine Lösung. Aber es ist klar, der findet statt. Und wer das nicht will, der muss dann auch nicht mitgehen. Aber das fand ich schon auch beeindruckend damals bei meinem ersten Tag sozusagen, dass es so eine klare Aussage dann auch gibt. Und das macht, ich meine, das ist halt auch der Vorteil von so einem großen Konzern wiederum, auch wenn manches halt dann anstrengend und eher behäbig ist. Ist es aber so, dass es halt eine ganz klare Mitarbeitervertretung gibt, Betriebsrat und ganz viel Initiativen, um Menschen, die mit so einer Veränderung zu tun haben und die damit nicht so zurechtkommen, denen einfach auch zu helfen. Und insofern ist das sehr anstrengend, für viele glaube ich auch wirklich sehr, sehr anstrengend, aber insofern sozialverträglich, als dass es halt eine Begleitung gibt. Und die Frage, die vorhin kam mit dem Zeitraum, es gab mal so eine Idee, wie lange das dauern soll oder wird. Aber wenn es länger dauert, dauert es länger. Also es gibt jetzt auch niemanden, der sagt, okay, ihr müsst jetzt in einem halben Jahr da durch sein und wenn ihr nicht durch seid, dann passiert irgendwas. Ja. Aber es finde ich spannend, dass du das nochmal so sagst, ne? Weil also das ist auch ein Thema, das ich immer wieder ganz spannend finde, dass solche großen Organisationen, ne? Klar, das ist behäbig, aber da gibt es halt auch ganz viele professionelle Schutzmechanismen für die Mitarbeiter, die halt bei einem kleinen Startup nicht immer unbedingt so gegeben sind. Ne? Also Betriebsrat im Guten oder Schlechten, der kann Mitarbeiter vor sowas auch auf eine sinnvolle Art und Weise schützen, wo in einem kleinen Laden manchmal einfach so eine Reißleine gezogen wird und dann ist halt blöd. Also finde ich eine schöne Perspektive da auch noch drauf. Ja, und ich finde, also das sollte man vielleicht an der Stelle auch erwähnen, weil das ein Thema ist, zumindest für alle, die selber in Konzernen arbeiten. Diese Gesamttransformation wurde sehr, sehr stark unterstützt vom Betriebsrat. Also der Betriebsrat war von Anfang an eingebunden und Betriebsräte sind, da kann man in diese Gefahr reinlaufen, dass diese Veränderung als Gefahr für Mitarbeiter gesehen wird, ne? Und man dann eher jemanden hat, der da blockiert und das war nicht so. Es ist sogar so, dass unser Betriebsrat für die, heißt dann lebende GBV, also Gesamtbetriebsvereinbarung, das ist ja so das Typische, so wie funktioniert der Laden, wird üblicherweise festgelegt und dann ist der festgelegt und unser Betriebsrat hat das irgendwie hinbekommen und hat dafür wohl bei irgendwelchen Betriebsrat-Themen einen Preis gewonnen. ja, so eine lebende GBV, das heißt, es ist am Anfang noch nicht alles im Detail definiert, weil man einfach noch nicht genau weiß, wie man es sinnvoll definiert, aber es ist ausreichend definiert, um weitermachen zu können und die wurde halt sukzessive erweitert. Und es gibt sicherlich auch, ich meine, wie immer, in solchen Prozessen Dinge, die gut laufen oder die nicht so gut laufen. Es gibt auch Dinge, mit denen bin ich persönlich nicht so sehr einverstanden, die finde ich nicht sinnvoll gelöst, aber so ist es halt. Ich meine, ja. Genau. Ja. Wir kommen jetzt langsam so zum Endspurt. Wir haben jetzt noch so ein bisschen 7, 8 Minuten. Wir haben jetzt hier auch noch mal ein paar Fragen. Und zwar, das habe ich mich nämlich vorhin auch schon gefragt, warum denn Agility Master? Warum geht man da nochmal einen eigenen Weg und nimmt sich nicht so ein bisschen klassischere Rollenbegriffe wie Scrum Master? Weil du hast ja vorhin gesagt, auch in den Teams heißen die Agility Master. Ja, also gut, ich war bei dieser Namensfindung nicht dabei. Deswegen kann ich das nicht sagen. Aber das ist für mich zum Beispiel auch ein Punkt, den ich nicht so ideal finde, weil wir auf der, also das Thema Agilität und wie wir mit unseren Kunden arbeiten wollen, das ist das eine. Und das andere ist, wie wir uns intern organisieren. Und ich finde es ein bisschen unglücklich, dass sozusagen unsere für Teams wirtschaftlich verantwortlichen Menschen Product Owner heißen und die anderen dann, also das passt irgendwie für mich persönlich nicht so gut. Mhm. Aber es ist nun mal halt jetzt so. Ich glaube, die Idee dahinter, das, was man dann zugute halten kann, ist, es ist schon der Anspruch oder der Wunsch, sich agiler und flexibler aufzustellen und sich in der Zusammenarbeit an dem zu orientieren, was man aus dem ganzen großen Feld Agilität irgendwie so kennt. Und deswegen heißt das Agility Master. Ne? Also man Scrum Master ist nicht, weil es ist nicht nur Scrum. Wir haben ganz viele, die überhaupt nichts mit Scrum und auch nicht mit Kanban oder sonst was zu tun haben, sondern es irgendwie anders machen. Und deswegen nicht Scrum Master. Ich hätte es wahrscheinlich völlig anders genannt, aber mir wird jetzt auch spontan nichts einfallen. Gut, am Ende des Tages ist es ja auch einfach nur eine Nomenklatur. Und ich meine, also ich kenne auch oft diese Diskussion, was ist ein Agile Coach, was ist ein Scrum Master?
Und das ist, glaube ich, je von Unternehmen zu Unternehmen wird es ganz anders gesehen, weil es ja auch keine bindende Definition dafür gibt. Und selbst wenn die gäbe, sich in der Realität daran festzuhalten, würde, also macht ja auch gar keinen Sinn, so im Endeffekt, weil also man hat ja die Aufgaben, die halt entstehen, und dann muss man halt irgendwie auch damit umgehen. Wir haben hier noch eine Frage vom Johannes, die sich so ein bisschen tatsächlich auch um so Measurement irgendwie ein bisschen dreht. Und zwar, habt ihr vor der Transformation und nach der Transformation euch euren Output mal angeguckt? Habt ihr da irgendwie versucht, auch mal Sachen vorher, nachher zu messen? Nein, also was es regelmäßig gibt, sind Kundenzufriedenheitsumfragen. Und die gibt es auf verschiedenen Ebenen und so. Ne? Warum das nicht so ohne weiteres geht, ist, weil wir ja die Struktur völlig verändern. Also man kann ja nicht sagen, wir haben hier eine Abteilung, die hat alle Softwareentwickler, und die Softwareentwickler werden entliehen in Projekte. Und dann gibt es andere Abteilungen, die verantworten die Projekte. Also so war das vorher. Und das war sehr, sehr projektorientiert. Ne? Und jetzt ist es so, dass sich Menschen zusammentun und versuchen, eher produktorientiert zu denken und zu arbeiten. Das ist einfach nicht mehr vergleichbar. Was aber halt vergleichbar ist, ist die Frage der Kundenzufriedenheit. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die, steigt die, ne? Nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es gerne hätten, aber sie, ja, genau, also daran könnte man es vielleicht messen. Ja. Ja, cool. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil ich das schon ganz schön krass finde, als du gesagt hast, innerhalb von irgendwie 3-4 Jahren von 2.500 auf 5.000 hochgegangen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, also Cybert Media ist auch sehr stark gewachsen, aber wenn du irgendwie halt, also der Schritt von 150 auf 200 ist für ein kleines Unternehmen teilweise ja viel massiver, möglicherweise, als von 2.500 auf 5.000. War das spürbar für euch, oder sind einfach nur parallel irgendwelche Units dran gekommen und also die Einheiten noch mehr geworden, aber man selbst spürt es gar nicht so? Also wir sind bei uns in der Einheit auch im letzten Jahr stark gewachsen, weil es halt einfach das Projektgeschäft hergegeben hat. Also wir sind halt noch im Projektgeschäft unterwegs, versuchen gerade uns Richtung Produktentwicklung zu orientieren oder Projekte, die wir haben, zu Produkten zu machen. Aber klar merkt man das. Ne? Also ich meine, wir haben, so wie man das vielleicht aus so einem klassischen Projektgeschäft kennt, wenn da halt Menschen sich durchmischen und so, das hat halt Auswirkungen, immer. Aber mein Gefühl ist, zumindest, ich kann das jetzt nicht für die gesamte Systel sagen mit 5.000 Leuten, aber mein Gefühl ist, dass sich das halt komplett breit verteilt über alle. Und man hat halt sozusagen ein komplettes Wachstum über alles, und nicht in einem Bereich ganz viel und im anderen ganz wenig. Oder es gibt halt dann Arbeitnehmerüberlassungen, ne? Also Bereiche, in denen 100 Externe gearbeitet haben, die halt jetzt sukzessive ersetzt werden durch Interne und so weiter. Also das ist so vielschichtig, dass man das sicherlich merkt, weil es einfach viel Arbeit ist mit Onboarding und so. Ne? Das kostet halt Zeit, aber die wiederum verteilt sich sehr. Ne? Also es ist für alle eine gewisse Belastung, aber es ist jetzt nicht so, dass es Einzelne gibt, die da. Also ist mein Eindruck. Ja. Ja. Habt ihr, also wie macht ihr das mit dem Onboarding? Also darf ich mir das dann vorstellen, dass da teilweise dann auch mehrere Leute gleichzeitig in einem Team, in einem Bereich dann irgendwie angefangen haben? Oder war das wirklich eher, man integriert immer einen nach dem anderen in den einzelnen Teams beispielsweise? Das ist, ich meine, wir wollen eine dezentrale Netzwerkorganisation sein. Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich überall bei uns. Ist es fair enough. Ja, ich meine, es gibt einen zentralen Onboarding-Prozess der DB Systel. Den gab es vorher, den gibt es weiter, den gab es auch jetzt in der Corona-Zeit, halt dann remote. Das ist eine Woche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit unterschiedlichsten Terminen und Bahn kennenlernen und so weiter. Ne? Also das ist das, was stattfindet. Und das weitere Onboarding findet dann innerhalb der Teams selber statt. Und da ist es bei uns so, dass wir da versuchen, die Kolleginnen und Kollegen, die halt schon länger dabei sind, sehr intensiv einzuarbeiten. Wir haben für uns so eine Onboarding-Checkliste aufgebaut, die, das war sinnvoll, weil wir einfach relativ viele neue Kollegen hatten. Die haben dann Kolleginnen und Kollegen in die Hand gedrückt bekommen und haben gesagt, guck mal hier, mit links kannst du, hier kannst du das nachlesen, hier kannst du das kümmern, hier kannst du den ansprechen und so weiter. Und das war dann halt so eine Liste, die, sagen wir mal, so in den ersten, weiß ich nicht, 1-2 Monaten bearbeitet werden sollte. Und dann war man einigermaßen sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen da mal ganz gut gestartet haben. Ja?
Aber das ist schon Cool. aufwendig, ja. Nee, bring deinen Satz noch zu Ende, Daniel. Ich wollte nur sagen, das ist halt, also wenn man sich vorstellt, die kommen dann in die DBSSL, dann haben sie eine Woche Einarbeitungsphase, dann kommen sie ins Team, dann haben die dort, sicherlich sind die gerade auch Entwickler dann bei uns relativ schnell aktiv produktiv, also nach, weiß ich nicht, 2 Tagen oder so, wenn alles klappt mit der Hardware und mit den ganzen Dingen und so, ja, das ist immer so eine Sache. Aber um dann wirklich die Systeme zu verstehen, das ist ja alles sehr verwoben in so einem großen Laden. Und so richtig im Fluss zu sein, da vergehen dann schon auch Wochen, muss man sagen. Ich habe tatsächlich jetzt noch eine, das ist jetzt die Rausschmeißerfrage, das ist jetzt die letzte, die du kriegst. Dann sind wir hier durch. Schon mal vielen Dank euch allen noch für den Rest, für die Fragen. Mich würde tatsächlich interessieren, Daniel, als du da angefangen hast, hast du gedacht, dass es der Job sich so, dass der so ist, wie du ihn dir vorher vorgestellt hast? Oder hat sich dann doch noch mal was, je länger du da bist, noch mal auch geändert im Vergleich zu, wie du angefangen hast? Meinst du den Job als Agility Master oder bei der DBSSL an sich? Nö, bei der DB-Systel an sich. Das hat sich stark verändert, weil ich dort angefangen habe als zentraler Prozessmanager fürs Projektmanagement und dort sozusagen die operative Verantwortung für die Projektmanagementprozesse der DBSSL hatte. Und das war schon sehr anders, weil das halt sehr zentral ist, ne? Also es ist eine Zentrale für, wir hatten, glaube ich, im Projektgeschäft 1800 Mitarbeiter. Und meine Aufgabe aber dort war auch, das in die zukünftige Arbeitsform irgendwie zu überführen. Also wie könnte man sowas zukünftig machen? Und das war irgendwann dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, da ziehe ich mich jetzt raus. Und dann hat sich diese Agility Master Stelle ergeben. Oder genau. Und die wird sich, also ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt entwickelt. Ich meine, ich habe jetzt ein Jahr ungefähr oder 1,5 Jahre haben wir uns damit beschäftigt, zu wachsen, Strukturen gemeinsam aufzubauen, eine Form der Zusammenarbeit zu finden. Und das wurde so gerade auch so im letzten halben Jahr immer besser, so aus meiner Wahrnehmung. Und jetzt können wir mal schauen, wie es ist. Jetzt sind wir halt in der zukünftigen Arbeitswelt, so heißt es bei uns. Und jetzt geht es darum, vom Projektgeschäft uns zu verändern Richtung Produktgeschäft mit unserem Product Owner zusammen. Das ist dann die nächste Herausforderung. Also es ist immer irgendwie ein bisschen was anderes. Schauen wir mal. Cool. Dann Ja. vielen Dank, dass du dir heute Abend hier Zeit genommen hast. Sehr gerne. Euch auch nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Hat man mal die Chance, hier so ein bisschen wie so bei so einer Fernsehmoderation auch so ein bisschen so ein paar Sätze da draußen an den Live-Geräten. Vielen Dank, dass ihr da wart. In der Schweiz und Und in Österreich. ja, auch an die Grüße, okay? Und genau, in 5 Minuten geht dann der nächste Teil hier los und zwar mit 2 Jungs von der ING. Vielen Dank, macht's gut. Vielen Dank, bis dann.